Aber ja, faktisch nun mal, China ist halt irgendwo die Werkbank der Welt und gerade wenn wir es gerade von Baustoffen eben hatten. Definitiv. Also zum Beispiel jetzt im Fix- und Flip-Fall, ich habe ja eigentlich mit zwei verschiedenen Zinsen zu tun. Erstens mein eigener, flexibler Kredit. Die sagen alle, in der Geschwindigkeit, wie es der Zins in den letzten Monaten angestiegen ist, haben sie in ihrer ganzen Karriere eben noch nicht miterlebt. Allgemein an dieser Stelle muss man auch sagen, es wird eigentlich spekuliert jeder gerade, also auch wir jetzt, weil es gibt ein paar Fakten, aber im Endeffekt kann kein Mensch sagen, was in einem Jahr passiert. Gerade mit den Handwerkern, ich habe teilweise Handwerker, die machen mir Angebote, die gelten eine Woche. Ein Tag, zwei Tage nicht mehr genug Energie, um euren Ofen zu heizen. Jetzt fährt dieser Ofen runter, der kostet Millionen. Und dann ist er einfach kaputt. Dann So, ist er ich kaputt. höre das von meinem Umfeld, ich höre das von dir, ich höre das von anderen hochkarätigen Leuten in der Branche, die machen wirklich nur noch die Deals, wo sie sagen, geil, ist ein guter Deal, fertig. Da gibt es auch nichts zu meckern, da ist kein komisches Bauchgefühl dabei, es ist ein guter Deal und fertig. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flipper. Heute aus dem Zentrum der Macht wieder, unserem kleinen Büro. Markus ist am Start. Die meisten oder viele von euch kennen ihn Hallo und schon. Servus. Wir haben mal Projektentwicklung-Videos gemacht und hauptsächlich eben in dieser Schiene. Wir haben auch schon andere Videos zusammen gemacht, aber du bist ja eigentlich Projektentwickler. Ob es jetzt Light ist oder dann auch wirklich bauen, kannst du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen oder einfach dein Genau, Tätigkeitsfeld. richtig. Also wir haben unsere eigene Firma. Wir machen Projektentwicklung, aber auch das ganz normale Maklergeschäft. Also sind eigentlich relativ breit aufgestellt in der Immobilienbranche. Genau. Ja, und was passiert in der Branche? Es passiert viel. Sehr viel Ja. Schlechtes und ein bisschen was Gutes auch natürlich. Da wollen wir heute ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß nicht, wie das Thema, das ist relativ allgemein gehalten heute. Wir wollen einfach die verschiedenen Punkte ansprechen. Was passiert gerade in der Welt? Zinsen, Banken, Baustoffe, Immobilienmarkt und so weiter. Da werden wir ein bisschen eintauchen. Und ja, Genau. ich würde sagen, wir fangen an mit der Zinsentwicklung, oder? Das ist ja so das Thema, was auch in Ja, aller genau, Munde vielleicht mal ist. so einen kurzen Umriss. Also gerade ist in der Projektentwicklung eigentlich ein bisschen schleppend, wenn man so will, weil es eigentlich schlichtweg nicht kalkulierbar ist und das hängt eigentlich mit diesen Punkten zusammen, auf die wir es heute näher darauf eingehen und das ist letztendlich im Endeffekt der Zins, die allgemeinen Baustoffteuerungen und auch die Lieferketten, von denen her schon jeder ein bisschen was mitbekommen hat. Es ist ja auch in aller Munde, die Zeitungen tratschen und so weiter. Eigentlich hat keiner eine Ahnung, was wirklich passiert. Jeder malt den schwarzen Peter an die Wand. Wer ist eigentlich diese treibende Kraft hinter dieser Zinsentwicklung? Es ist ja nicht so, wie es scheint. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Ja, wie du schon angedeutet hast, kriegt ja jeder mit. Und wenn man auch mit den Finanzierungskollegen redet, auch mit den etwas älteren Hasen in der Branche, die jetzt schon seit 30, 40 Jahren dabei sind, die sagen alle, in der Geschwindigkeit, wie es der Zins in den letzten Monaten angestiegen ist, haben sie in ihrer ganzen Karriere eben noch nicht miterlebt. Ja, wenn man denkt, Ende Dezember, Anfang Januar war eben der Zins für einen ganz normalen Wohnkredit. Ja, zwischen 1,2, 1,3 in die Richtung. Und wir haben uns jetzt wirklich innerhalb wenigen Monaten um einen ganzen Prozentpunkt höher entwickelt. Und das hat natürlich direkte Auswirkungen dann auf die Branche. Und ja, weil es halt letztendlich einfach nicht kalkulierbar ist. Klar, wenn man jetzt eine Projektentwicklung kalkuliert, muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann mal festlegen, mit welchen Verkaufspreisen man dann letztendlich in den Verkauf geht. So, und das hängt natürlich alles ab, ob sich die Kunden das am Ende dann auch leisten können und ob die sich, die wenigsten finanzieren eben einen Immobilienkauf über Eigenkapital. Also ich sage jetzt mal, 95 bis 98% haben irgendwo einen Kredit am Laufen. Und ja, der teuert sich halt gerade momentan von Tag zu Tag und somit ist einfach nicht kalkulierbar, mit welchem Kapitaldienst die Kunden am Ende dann auch rechnen müssen, was natürlich schwierig macht, um dann auch Verkaufspreise festzulegen. Okay, die EZB hat ja immer noch einen Leitzins von 0. Richtig? Und Genau. also warum steigt denn der Zins jetzt?
Genau, ja, also wie es viele denken, dass das die allgemeine Zinsentwicklung ist. Klar, jeder hat mitbekommen, wir haben jetzt eine extreme Inflation, und der Inflation entgegenzuwirken, ist eigentlich der normale Weg von diesen Zentralbanken auf der Welt, den allgemeinen Leitzins zu erhöhen. Die amerikanischen Kollegen, die Fed, die sind schon etwas schneller, die erhöhen den, haben den auch schon erhöht und haben feste Erhöhungsdaten eben schon festgelegt. Wobei jetzt die EZB der Leitzins eben noch nicht erhöht ist. Wie jetzt jeder merkt, ich meine, auf dem Tagesgeldkonto ist immer noch Nullzins. Und ja, warum werden jetzt aber die Kredite für die Wohnungen oder für die Immobilien teurer? Und das liegt einfach daher, dass die BaFin von den Banken mehr Eigenkapital für die Vergabe der Kredite einfordert. Klar, und die legen es halt eins zu eins einfach auf den Endkunde um. Und der Endkunde, ja, sind im Endeffekt wir alle, weil auch wir bedienen uns natürlich Krediten, wenn wir Projekte durchführen. Und genauso wie der Endkunde letztendlich, der seine Eigentumswohnung oder das Haus eben dann kauft. Ja, definitiv. Also zum Beispiel jetzt im Fix- und Flip-Fall, ich habe ja eigentlich mit zwei verschiedenen Zinsen zu tun. Erstens mein eigener, flexibler Kredit, irgendwo was zwischen 2 und 4%, der steigt. Und ich verkaufe das Ding ja ohne noch, also ich flippe hier ein Objekt, wo ich noch keinen Kunden dafür habe, sonst wäre ich ein Bauträger. Jetzt muss ich ja 8 Monate in die Zukunft eigentlich schauen, vorhersehen, ich als Flipper, wobei ich ja direkt mit diesem Kunden gar nichts zu tun habe, aber der kauft ja meine Wohnung, das heißt, er muss es sich ja auch leisten können. Also ich bin ja auch irgendwo von zwei Sachen abhängig. Klar, genau. Und da an dem Punkt liegt die Schwierigkeit, wie du schon sagst, weil klar, wenn man ausgeht von einem ganz normalen Einfamilienhäuschen oder von einer Wohnung, von einer größeren Wohnung, die 500.000, 600.000 Euro kostet, wenn jetzt der Kapitaldienst oder der Zins 1% teurer im Jahr eben ist, die Tilgung aber gleich bleibt, dann bewegen wir uns da halt schon im Rahmen von 400, 500, 600 Euro im Monat mehr Kapitaldienst, den der Endkunde letztendlich sich leisten muss, das von seinem Nettoeinkommen eben abgeht. Ja, und da wird es halt dann langsam schon relativ dünn bei dem einen oder anderen. Wir haben im letzten Video schon angesprochen, wie wichtig es dann eben auch ist, in guten Lagen, so wie wir es im süddeutschen Raum haben, weil klar, da kann man einiges noch abfedern über die Nachfrage. Die Nachfrage ist nach wie vor im hohen Ausmaß da. Und es gibt immer Leute, die ein hohes Einkommen haben, die Geld haben, die Eigenkapital haben. Klar, wenn ich mehr Eigenkapital einbringe, kriege ich natürlich die zu finanzierende Summe runter, somit auch der Kapitaldienst. Genau, also so viel zum Thema Zinsen. Frag mich bitte nicht, was für Zinsen gerade im Umlauf sind, beziehungsweise was die Banken anbieten. Es kommt natürlich immer auf eure persönliche Situation drauf an. Habt ihr Job, seid ihr zu zweit, seid ihr verheiratet, habt ihr Kinder, Eigenkapital und so weiter. Also das kann man ganz schwer abschätzen. Gerade jetzt, also die Zinsen ändern sich. Wenn ich jetzt wahrscheinlich heute meinen Banker anrufen würde, dann wäre da auf jeden Fall eine andere Zahl im Raum als wie gesagt, im Januar noch. Und deswegen redet da bitte immer mit euren Bankern, lasst euch da beraten, lasst euch auch gerne irgendwie Ja, die wobei. Zukunft ein bisschen prognostizieren, wenn die sagen, hey, in 2 Monaten weiß ich ganz sicher, dass wir nochmal 0,5% draufklatschen, dann überlegt euch halt da jetzt irgendwie einen Abschluss zu Ja, finden. wobei das ist aus den Gesprächen sich schon rauskristallisiert, dass die alle keine Auskunft geben. Klar, die haben alle nicht die Glaskugel und wissen nicht, wie sich's entwickelt, wie sich die allgemeine Wirtschaftslage entwickelt auf der Welt, ob das wieder zurückgenommen wird mit der Eigenkapitalquote. Weil das eigentlich erst ab 2023 greifen würde im vollen Ausmaß. Also da sind noch so viele Unsicherheiten. Es weiß niemand, ob der Zins bleibt, ob er niedrig wird, ob er höher wird. Das sind reine Spekulationen im Endeffekt. Ja, allgemein an dieser Stelle muss man auch sagen, es wird eigentlich spekuliert jeder gerade, also auch wir jetzt, weil es gibt ein paar Fakten, aber im Endeffekt kann kein Mensch sagen, was in einem Jahr passiert. Vor allem, was unsere Nachbarn da drüben veranstalten, keine Ahnung, was das für Ausmaße annimmt. Inflation weiß man nicht, wie schnell sich es entwickelt, wird es abflachen, wird es einfach nochmal exponentiell wachsen. Sind wir wieder back in 1923? Keine Ahnung, weiß man nicht. Müssen wir gucken. Schwierig. Jedenfalls sind da noch ein paar mehr Themen dabei. Es gibt kleine Baustoffprobleme auf der ganzen Welt. Gerade mit den Handwerkern. Ich habe teilweise Handwerker, die machen mir Angebote, die gelten eine Woche.
was ja schon fast viel ist in dieser Zeit, weil sie einfach nicht vorhersehen können, wie die Lieferketten und überhaupt Preise 2 Wochen in der Zukunft sind. Genau, das ist das Problem im Kleinen wie im Großen. Also der kleine Häuslebauer, der das mit dem Bauunternehmer baut, genauso wie jetzt wie es in Großprojekten, wenn man jetzt mit Generalunternehmer baut und sagt, okay, um leichter kalkulieren zu können, mache ich keine Einzelvergabe, gebe den einen oder anderen Euro her, aber habe einen Pauschalpreis, und dann ist der Generalunternehmer eben herkommt und sagt, er streicht jetzt gewisse Positionen wie Stahl, Holz und so weiter aus dem Pauschalpreis raus, ja. Dann ist der ganze Effekt verloren. Ja. Natürlich. Also die Kalkulation allgemein ist gerade schwer, deswegen, falls ihr gerade Deals anschaut und über euch überlegt und ihr euch nicht sicher seid, ich würde es so kalkulieren, dass es muss ein wirklich guter Deal sein aktuell. Genau, das ist der Punkt. Ihr könnt machen, was ihr wollt an dieser Stelle, natürlich. Sagt der Jojo euch ja immer wieder, also momentan ist definitiv keine Zeit, um irgendwie knapp zu kalkulieren. Also jetzt müssen es wirklich Hell Yeah Baby Projekte sein. Ja. Also ich meine, kann man machen. Knapp kalkulieren. Es kann auch einfach nichts passieren in Zukunft und ihr kommt damit durch, aber Worst Case Szenario, das ganze Ding fliegt euch halt um die Ohren. Und es kommt der Kuckuck. Und es möchte euch niemand, der Kuckuck kommt sowieso, und es möchte euch diese Bude dann in, weiß ich nicht, 6 Monaten, wenn ihr fertig renoviert seid, nicht mehr abkaufen, weil euer VK einfach komplett astronomisch ist im Verhältnis zum restlichen Markt, weil vielleicht alles ein Stück nach unten gesagt ist. Man weiß es nicht. Deswegen. Ja, klar, auf der anderen Seite, muss sicher, der Zins steigt, was jetzt erstmal negativ für die Immobilienpreise sind. Auf der anderen Seite haben wir die extrem hohe Inflation, was wieder für Sachwerte spricht. Ja. Deswegen Immobilien in guten Lagen, die werden langfristig sicherlich den Wert halten und werden auch steigen. Also im Vergleich zum Dollar oder Euro werden Sachwerte auf jeden Fall gewinnen. Aber klar, ihr wollt ja natürlich eure Projekte verkaufen, in dem Zeitpunkt, wo ihr dann fertig seid und nicht irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Jahre auf dem Projekt sitzen. Ja. Weil es ja letztendlich auch Geld kostet, das zu verhalten, Finanzierungskosten und so weiter. Ja, also diesen Zeitpunkt X kann einfach gerade niemand voraussehen. Deswegen geht da ein bisschen auf Nummer sicher. 2, 3 Deals, lasst die auf jeden Fall vorbeiziehen, wenn die nicht hundertprozentig top sind. Und nehmt wirklich nur noch die guten Deals. Und genau, das kann ich empfehlen. Ich bin jetzt kein Profi, aber ich höre das von meinem Umfeld, ich höre das von dir, ich höre das von anderen hochkarätigen Leuten in der Branche, die machen wirklich nur noch die Deals, wo sie sagen, geil, ist ein guter Deal, fertig. Da gibt es auch nichts zu meckern, da ist kein komisches Bauchgefühl dabei, es ist ein guter Deal und fertig. Und sowas gibt es aktuell auch noch, also es ist nicht alles verloren. Ja, definitiv, klar. Und dann... ja, aber wie kommen das mit diesen Baustoffen jetzt zustande? Woher, also was ist da, der ist ja... Gut, also klar, die Entwicklung in den Baustoffen gibt es ja schon länger, dass die Preise teurer werden. Es hat mit dem Holz angefangen, klar, dann diese ganze Pandemie-Geschichte. Einzelne Baustoffe waren nicht mehr lieferbar. Und jetzt kam halt dieser ganze Ukraine-Konflikt noch dazu. Jetzt haben wir das Energieembargo und jetzt gerade Öl- und Gasknappheit. Führt jetzt dazu, dass Baustoffe, die extrem viel Energie brauchen, was somit fast alle Baustoffe im Bau sind, also sei es jetzt irgendwie Alu, Glas, Stahl, Kupfer, Ziegel, die ganzen Geschichten, muss erstmal extrem viel Energie aufgewendet werden, um die herzustellen. Und die werden natürlich auch eins zu eins durchgehen. Genau, diese ganzen Industrieöfen, die irgendwelche Ziegel brennen und so weiter. Ihr müsst da ein bisschen weiterdenken. Das ist jetzt nicht nur der Bäcker, der kein Mehl mehr bekommt bei euch vor der Tür, sondern es sind wirklich tausende Geschichten, die da aneinander hängen. Wie gesagt, Industrieöfen, die brauchen ein bisschen mehr Energie als deine Heizung zu Hause. Und deswegen, das sind so Sachen... Wenn wir da über 10%, 20% Anstieg sprechen bei so einem Industrieofen oder was weiß ich, ist jetzt das Beispiel, mit dem wir jetzt weitermachen, dann reden wir hier nicht über ein paar Euro, die sich da verändern. Also ja, wenn eine Gewinnmarge reduziert von einer gewissen Firma, da hängen so viele Sachen, da sind Löhne dran, da sind Gewinne, da sind Steuern, da sind Einkäufe. Genau. Also, ich weiß nicht, wir wollen da jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil da könnte man wahrscheinlich jetzt nochmal eine Stunde drüber reden. Was vielleicht noch ganz interessant ist, du hast es schon angesprochen, bei diesen Ziegelbrennereien. Die Ziegelbrennereien, die funktionieren halt nicht mit irgendeiner Photovoltaikanlage und mit irgendeinem Wärmetauscher und mit irgendeinem nachhaltig. Da muss richtig, richtig Energie her. Und das Problem ist, die Öfen sind auf so hohe Temperaturen gehitzt,
dass wenn die Öfen runterfahren und eine gewisse Zeit eben die Öfen aus sind, dann verzieht sich eben der ganze Ofen, dann ist der Ofen kaputt und somit muss die ganze Anlage ausgetauscht werden und somit verstärkt es das Problem in der. Also das müsst ihr euch mal auf der Zunge jetzt ergehen lassen. Ihr kriegt jetzt einfach als Firma einen Tag, zwei Tage nicht mehr genug Energie, um euren Ofen zu heizen. Jetzt fährt dieser Ofen runter, der kostet Millionen. Und dann ist der einfach kaputt. So, jetzt hast du hohe Energiekosten und dein Ofen ist gerade kaputt gegangen. Also es sind, wie gesagt, wir sind gerade in einer Zeit, wo man nicht eine Sache anschauen kann und sagen, ah, okay, das wird jetzt passieren. Sondern da hängen so viele kleine Dinger noch immer hinten dran. Deswegen, also wahnsinnig interessantes Thema. Wir sind da auch keine Experten, muss man dazu sagen. Wir kennen uns ein bisschen aus, wir bekommen ein paar Sachen mit. Aber falls es jemand interessiert, lest euch da gerne noch ein bisschen ein. Wahnsinnig spannendes Ding. Und genau, also wenn eine Firma mit einem einzigen Ofen irgendwo in der Ukraine so ein Problem hat, dann könnt ihr euch vorstellen, was da für Lieferkettenprobleme überhaupt auf der ganzen Welt gerade stattfinden. Gerade mit China, mit den ganzen, wir haben ja wieder einen Lockdown in China, Hardcore-Lockdown, da wird ja wirklich, also die Leute werden ja wirklich eingesperrt, bis sie auf der Zero-Toleranz sind oder wie, ich weiß gar nicht, wie das Programm heißt, jedenfalls keine Corona-Cases mehr. Ja, gerade in Shanghai, das hat extrem. Klar, da kann man jetzt auch spekulieren, warum die das machen, ob das jetzt wirklich mit der Pandemie noch zusammenhängt oder ob das politisch gewollt ist, um die Weltwirtschaft allgemein zu schädigen oder die USA und den Dollar. Das weiß kein Mensch und sind jetzt auch irgendwo Verschwörungen und Spekulationen. Aber ja, faktisch nun mal, China ist halt irgendwo die Werkbank der Welt und gerade für, wenn wir es gerade von Baustoffen eben hatten, Kunststoffe. Ich meine, auf dem Bau brauche ich extrem viel Kunststoffe für Dämmungen und so weiter. Und wenn die Zulieferer eben nicht mehr liefern, um die Dämmungen herzustellen, ich meine, auf dem Bau kannst du halt einfach nicht Schritt 3 vor Schritt 1 machen. Ich meine, ihr müsst halt. Du hast halt keine Dämmung, dann hast du keine Dämmung, da kannst du nicht irgendwas anderes nehmen. Eben. Und selbst wenn du eine Alternative findest, die hat wahrscheinlich genauso lange Lieferzeiten. Deswegen, also. Ja, und dann hängt es ja wieder zusammen, wenn wir es gerade bei dem Beispiel Dämmung brauchen. Ich meine, um bestimmte Förderprogramme, die das nächste Thema, die auch auslaufen, dann können wir nochmal ein Video drüber machen, muss man halt bestimmte Dämmungen und bestimmte Richtlinien einhalten. Und wenn ich jetzt in meinem Bauprozess die Bodenplatte betoniere und eben für die Bodenplatte die Dämmung brauche, ich meine, dann kann halt der Maurer anschließend, der halt das Haus mauert, die Ziegel, die er nicht bekommt, kann die halt auch nicht mauern. Und somit kann halt der Zimmer letztendlich irgendwann den Dachstuhl auch nicht fertigen. Ja. Hängt alles zusammen, leider. War aber schon immer so und deswegen müssen wir irgendwie klarkommen. Genau. Hier kommt sicherlich ein Umdenken, dass viele von diesen Just-in-Time-On-Demand-Lieferungen direkt auf die Baustelle, direkt in die, sei es auch in der Industrie, direkt in die Firmen, vielleicht wieder etwas umschwanken, um zumindest einen kleinen Zeitraum abzupuffern, um dann wieder Kalkulationssicherheit zu haben und so weiter. Ja, hier kommt bestimmt ein Umdenken in der Geschichte. Also ich kenne auch einige Firmen, die jetzt mittlerweile wieder in Europa produzieren wollen, sei es auch teilweise Klamottenhersteller, wo die sagen, hey, klar kostet es ein Apfel und ein Ei da drüben, aber wenn es nicht kommt, dann kann ich nicht überleben. Also da ist auf jeden Fall ein Umdenken, Globalisierung hin oder her. Das ist jetzt auch nicht alles schlecht, schwarz oder weiß, deswegen da muss jeder natürlich in seiner Industrie schauen, in seiner Branche. Im Umkehrschluss, was bedeutet denn das deiner Meinung nach für 2023? Bauen relativ wenige, haben auch schon viele Bauträger, was man jetzt auch so mitbekommt, haben eben die Projekte, klar, die jetzt momentan mittendrin sind, die müssen sie jetzt durchziehen, aber jetzt geplante Projekte werden jetzt erstmal zurückgestellt, um einfach mal wieder ein bisschen Ruhe in die Gewässer zu bekommen. Dann, klar, wenn sich das mit Ukraine irgendwie abzeichnet, dass sich das regelt, dass mit den Lieferketten regelt, dann wird sicherlich auch wieder gebaut. Und das bedeutet im Umkehrschluss, klar, viele fahren jetzt Projekte zurück und das läuft ja natürlich immer ein bisschen antizyklisch. Also es treten Probleme auf, die Projekte werden zurückgestellt. Die ganzen Handwerk- und Baufirmen und Planer und so weiter haben dann für 2023 wenig Aufträge und dann kann es natürlich schon sein, dass die Preise 2023 wieder etwas sinken, weil halt dann, klar, Versuch
jetzt mal oder versuch mal 2021 in Handwerker zu bekommen ohne Connections, war fast unmöglich. Gerade gewisse Gewerke wie Elektrik, Heizung und so weiter, Sanitär. Vergiss es, ja. Und hier wird sich, denke ich, 2023 vielleicht wieder also, bisschen beruhigen in der Hinsicht. Also Fakt ist, es sind gerade ein bisschen unsichere Zeiten. Man weiß noch nicht ganz genau, was passiert. Weiß aber auch niemand, auch wir nicht, auch dein Banker nicht, auch dein Generalunternehmer nicht. Gute Deals, einfach weitermachen. Ansonsten könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu abgeben hier in den Kommentaren oder auf Instagram. Wir werden auch ein paar Reels dazu posten, auch auf seinem Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich werde ihn hier unten verlinken jetzt. Gerne. Und genau, falls ihr nochmal mehr Fragen dazu habt, könnt ihr auch, wenn wir da irgendwie 10, 20 Fragen zusammenbekommen, können wir uns ja nächste Woche nochmal zusammensetzen. Genau. Eventuell auf ein paar Fragen eingehen. Gerade Zins- und Lieferketten finde ich extrem interessant. Das wird jetzt aber auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch bei seinem Kanal vorbeischauen auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern. Bis die Tage und ciao, ciao. Jawohl. Cheerio. Cheerio.